Wieso scheiße? Das ist Deutsche, ne? Weil in Deutschland muss Deutsche sein. Oder guck, zum Beispiel. Nicht Narzisst, aber von wo kommst du? Ich komme aus Ukraine. Ich meine, in Deutsch muss Deutsch sein. Weißt du? Aber kommen diese Leute, Protest machen, weißt du? Diese Terakt. Und sagt, Free Palästina, Free Palästina. Was Deutschland muss zu tun mit das? Was diese deutsche Polizei muss machen. Und diese Leute kommen auf die Straße und tötet deutsche Polizisten. Vor was? In Mannheim, ne? Was passiert? Oder hier in Frankfurt. So einfach kommt dieser Mann und getötet diese ukrainische Frau. Oh was? Aber weißt du wieso? Weil bei mir in Schule war eine Afghanin und hat gesagt, von ukrainische alle hat gemacht, bringt von Ukraine Bezug, hier gibt alle Wohnungen und mir gar nichts. Ich komme auch vom Krieg, diese Afghanistan-Mann war das. Und von mir gar nichts, ich habe gelaufen. Mit meinen Füßen. Das sind deine Probleme, wie hast du, ja? Wie kommen wir durch? Aber trotzdem, wir reden. Weißt du? Und sie sind immer angry oder aggressiv. Aber geht nicht. Oder bleiben in Deutschland nur diese Leute, wer hat Business, wer macht Economic, ne? Aber nicht wer macht Economic Scheiße. Hallo? Wie geht's dir? Also ich bin nicht Rassist, ehrlich, Matt. Du weißt schon, ich bin nicht Rassist, ich habe zu viele Freunde, nicht Freunde, also ich kenne viele Leute, weißt du, und also ich habe schon einen Kontakt mit verschiedenen Ländern, Leute, wie kann ich das sagen? Aber ich habe auch Leute sehr intelligent, weißt du?
Ich sage nicht alles so, ja, natürlich. Ich meine nur diese Leute, weggekommen hier nur von diesem Bürgergeld-Scheiße, ne? Was passiert? Anthony, was? Ich kenne dich nicht mehr. Ich kenne dich schon, aber ich weiß, du hast Laden in Frankfurt. Aber wegen meiner Partner ist so eifersüchtig, deswegen, also, lieber lass. Weißt du? Ich vergesse gar nichts. Aber wegen meinem Partner. Ich bin, also, wir schlafen in der Nacht und meine Handy klingt ding, ding, piu, piu. Oder wie macht diese Pigo? Und was ist das? Was ist das? Gar nichts, gar nichts. Was soll ich sagen? Einen Mann schreiben in der Nacht. Aber das geht nicht, also. Ich komme hier, wir reden hier, aber schreib mir privat, das geht nicht, weißt du? Was ich meine? Кода посеял в план председателя по добавке сильное остатку стало как и других членов королевской семьи. Тихий, нрав и прочее. Будет видеть тех, кто не против, и не только узнать, какого, который прекрасно общается с любовью. Будет ее матери, не те из Weißt du, was passiert? Also ich habe diese WhatsApp, ja? Yeah? Oder ich habe gearbeitet bei dieser Männer, also putzen. Und er ist verliebt, weißt du, dieser Mann, und schreibt mir immer, ich liebe dich, das, 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 ich sterbe ohne dich, ich nehme Tabletten, ich gehe, jetzt bringt mich um mit Auto, in Autobahn. Also, ich habe gesagt, also, mach mir keinen Kopf, mach mir keine Probleme, ne? Also, er möchte mir so Probleme machen, weißt du. Entschuldigung. Ja, und ich habe gelassen, also ich habe ihn blockiert in WhatsApp und ich bin mit meiner Partner ins Bett, ne? Ja. Also wir haben kennengelernt und wir sind im Bett und er schreibt mir von anderen Nummer, wie geht's, Schatz, und schickt mir Herz und Rose. Ich schwöre dir, ich habe extrem Fuck. Aber das geht nicht, wenn ich bin in Beziehung, also ich mache keine Scheiße, weißt du. Und schon andere Mann, wo ich habe auch gearbeitet, alte Mann, also 63 oder so, auch schreibe.